Willkommen zum zweiten Advent und zum nächsten 9-Minuten-Spiel. Neben den Flintstones und den Jetsons ist wohl Yogi Bear einer der größten Gesichter von Hanna-Barbera. Das war auch so mein erster Kontakt, wenn es um den Amiga geht und Hanna-Barbera-Spiele. Also, nichts wie los. Yogi Bears Great Escape wirkt im Gegensatz zu Hong Kong Fui wie ein Content-Monster. 6 ganze Level warten auf euch. Auch ist es hier ein traditioneller Plattformer von links nach rechts, sehr basic. Das erste Level ist natürlich der Yellowstone Park. Schön alles einsammeln, denn hier liegen viele Bauteile rum, die Yogi für sein grandioses Vehikel braucht. So, der Hauptgegner sind irgendwelche random Jäger, die aber hier nicht wirklich eine Gefahr darstellen. Lieber hätte ich Ranger Smith gehabt, der einen jagt oder sowas ähnliches. Das Spiel gibt euch auch gute 2 Minuten Zeit pro Level. Im Wald angekommen gibt's grüne Äpfel zum Sammeln, was ich aber überhaupt nicht verstehe. Mal ehrlich, gibt es irgendjemand, der grüne Äpfel mag? Rote Äpfel sind das einzig wahre. Nach dem Park und dem Wald gibt es erstmal einen Zeitsprung in den Wilden Westen. Natürlich sind es jetzt keine Jäger mehr, sondern Indianer. Was auch gut ist, die Schlange, die einfach nicht vom Fleck kommt, aber hey, es ist realistisch. Schlangen müssen sich schlängeln, um vom Fleck zu kommen und nicht dumm rumzittern. Bei einem stark fließenden Fluss tanzen auf einmal Spinnen rum und Geister fliegen ihre Route. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass es ein verhexter Fluss ist, aber im Hintergrund ist eine Stadt zu erkennen, die stark von der Natur eingenommen wurde. The Last of Us lässt grüßen. Yogi muss nicht mal auf dem Boden landen, um das Level zu schaffen. Das nenne ich mal Vertrauen in die Spieler. Mal kurz die Musik erwähnt, die finde ich ziemlich gut, die hat fast schon Ohrwurm-Charakter und ist eigentlich tanzbar. Mein Lieblingslevel steht an. Der Jahrmarkt. Hier treiben gefühlt 1000 Jäger ihr Unwesen. Auch die wollen Spaß, verständlich. Warum es mein Favorit ist, weil die mit Schrotflinte bewaffneten Typen sich nicht zu schade sind, um mal locker mit dem Autoscooter rumzudonnern. Ich meine, ich bin ein Bär mit Hut und Krawatte und werde von einem Jäger in einem Autoscooter gejagt. Es gibt wohl nichts mehr, was mein Leben so auf den Kopf stellen wird wie dieser Augenblick. Ich sehe es euch an, ihr wollt jetzt unbedingt wissen, was nach diesen 5 actiongeladenen Jump'n'Run-Einlagen kommt. Denn jetzt steht das große Finale in New York an. Ein spannendes Plattformer-Level oder ein Endboss wären viel zu ordinär. Was denkt ihr, was es sein wird? Eine Heißluftballonfahrt. Nochmal die Konzentration sammeln und durch ein Inception-inspiriertes New York fliegen. Was für ein würdiger Abschluss von diesem Spiel. Jetzt gibt es natürlich die Belohnung, den Endscreen. Ich weiß nicht, warum Yogi mit dem Präsidenten telefoniert und was er mit ihm zu bereden hat. Die einzige Frage, die ich mir stelle, warum ist John Goodman Präsident? Der Präsident ruft an. Ja, na gut, ich komm vorbei. Ja, ich weiß, du bist nur mit einem Ballon zu erreichen. Ja, bis gleich. Goodman und seine Angewohnheiten. Jetzt muss ich erstmal einen Luftballon suchen. Von dem her, bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Freunde.